Echte Polizisten im Einsatz. Die Ruhrpottwache. Überfälle mit schwerer Körperverletzung gehören leider zum Alltag von Polizeibeamten. Sehr oft stehen solche Verbrechen in Verbindung zu einem Raub oder Diebstahl. Auch bei dem heutigen Einsatz, der auf die Polizeikommissare Can Yildiz und Michael Smolik zukommt, sieht es zunächst ganz danach aus, als sei das Opfer willkürlich ausgesucht worden. Doch der Schein trügt. 1426 für Ihren. 1426 hört. Hilflose Person in der Tiergartenstraße. Melderin ist die Schwester, die ist auch vor Ort. Vater Main. Ja, verstanden. 1426 rollt. Das ist 100 Pro wieder irgendein Besoffener. Ich hoffe nicht. 100%. NRF ist auch schon verständigt. Müssen in 2 Minuten da sein. Ja, mit. Immer dasselbe am Tag, ey. Doch gleich wird sich herausstellen, dass die hilflose Person nicht einfach nur ein Betrunkener ist, sondern das Opfer einer Gewalttat. Stopp, auseinander, die Polizei! Auseinander, hey! Hallo? Ist da bei Michi? Jasmin. Hallo, die Polizei! Okay. Hallo! Ich weiß nicht, was passiert. Hallo! Seien Sie fest! Wie lange liegt er denn jetzt schon hier? Das weiß ich nicht, er hat mich... Michi, kommst du mal kurz? Ich einmal kurz ein Herz geben. Ihr bleibt auseinander, okay? Wir wurden zunächst einmal zu einer hilflosen Person gerufen. Haben dann allerdings vorgefunden, dass sich 2 Männer geprügelt hatten und eine verletzte Person auf dem Boden lag. Ich habe sie relativ schnell trennen können, habe einen zu Boden gebracht und der hat dann auch gleich Respekt bekommen und dann haben sie auch, sind ruhiger geworden. Gehen Sie einmal wieder kurz zur Seite. Hat er noch Puls? Hatte, habe ich gerade gefühlt. Einmal kurz zur Seite kommen. So, achte auch auf den Mund. Ja. So, was ist denn hier vorgefallen? Können Sie uns was dazu sagen? Ja, ich kam hier vorbei und sah, wie er ihn da ausgeraubt. Gehen Sie mir mal dahin. Okay. Sie gehen mal dahin. Ich hab den hier gefunden, so bewusstlos auf der Straße. Ich wollte Ihnen helfen. Ja, warum prügeln Sie zwei sich dann, bitte schön? Du hast ihn das doch angetragen hier. Haben Sie ihn geschlagen, oder was? Nein, ich hab den so vorgefunden hier. Ich hab den so vorgefunden. Der lag hier einfach schon so, oder? Ja, der lag hier schon so. Du sagst das nicht gleich? Ja. Ja, wenn du hier ankommst und mich hier aus, von ihm wegreiße. Also Sie sind zunächst einmal wenigstens auf jeden Fall erstmal verdächtigt, hier irgendwas damit zu tun zu haben. Ich meine, so eine Person liegt da nicht einfach so rum. Ich war oben heimlich so und hab den hier liegen gesehen. Oder okay. Tobias, okay. Ja, ich dachte, er hat ihn da zusammengestanden. Und was ihm vorgefallen ist, RTW, ne? Keine Sorge, RTW ist jetzt weg. Wer sind Sie? Lukas Ida. Ich habe gesehen, wie er über ihn gebeugt hat. Kennen Sie den Mann? Nein, ich kenne die beide nicht. Okay. Ich habe ihn halt festgehalten, weil ich dachte, besser, wenn die Polizei da mal rüber guckt. Kennen Sie den Mann? Nein, ich kenne ihn nicht. Ich war um Heimweh. Ich habe den hier beigefunden. So. Okay. Ja, du musst, das hier liegt, so. Im Nachhinein stellte sich dann raus, dass es eigentlich ein Missverständnis war. Der eine von den beiden Herren dachte eben, dass der andere den Mann auf dem Boden niedergeschlagen hätte. War ein Missverständnis, weil es nicht so war. Hallo, hören Sie mich? Hallo? Lass mal. Komplett weg. Keiner ist nicht ansprechbar, bewusstlose Person. Ja. Wir wissen jetzt auch nicht wirklich, was vorgefallen ist. Wenn jemand gut schnell übernehmen könnte, Wunde am Kopf. Gut, dann, wenn Sie alle mal einmal kurz zusammenkommen. Kommen Sie mal bitte alle her. Dann bräuchten wir einmal Ihre Personalien und Ihre Personalien auch. Wir konnten die verletzte Person in erster Linie nicht ansprechen. Als dann der RTW dann auch vor Ort war, hat sich die Lage ein bisschen stabilisiert. Leider Gottes konnten wir den Herrn Oppendick noch nicht befragen. Aber ich hoffe, es wird alles weitere jetzt gut verlaufen. Personalien der Schwester habe ich jetzt gerade auch aufgenommen. Das ist die Schwester. Genau. Und sie weiß jetzt auch nicht wirklich, was vorgefallen ist. Okay. Bei der verletzten Person hat sich noch eine weitere Person aufgehalten. Hierbei hat es sich um die Schwester gehandelt im Nachfragen. Daraufhin, als ich dann nachgefragt habe, warum sie hier ist, hat sie gesagt, dass sie sich mit ihrem Bruder treffen wollte und sich dann Sorgen gemacht hat, dass sie sich verspätet hat und ihm dann entgegengehen wollte. Also Sie können sich absolut gar nicht erklären, was jetzt hier vorgefallen ist. Nein, überhaupt nicht. Also, hat er denn irgendwelche Feinde? Irgendjemand, nicht, was gegen ihn hat? Also, in 2 Wochen heiratet. Er heiratet. Ich wüsste auch nicht, dass die Großeltern untereinander haben. Die Verlobte vielleicht? Genau, was vielleicht weiß die irgendwas? Ja, einmal kurz einfach nur die Personalien, dass wir da mal nachfragen können, wo ihr Verlobter vielleicht auch war. Und dass wir da halt die Nummer wäre vielleicht nicht schlecht. Haben Sie eine Telefonnummer von der? Die habe ich dabei. Ja? Genau, dann passt das sogar. Genau. Das ist einmal Sonja. Ja. Oppendick. Maja Katschke wurde zuvor von ihrem Bruder verzweifelt angerufen, weil er sich anscheinend in einer Notlage befand. Aber das Gespräch brach ab. Ich weiß auch wirklich nicht, was er von mir wollte. Er war sehr aufgelöst am Telefon. Also am Telefon war er aufgelöst? Genau. Okay. Okay, gut. Gut, dann schauen wir noch mal ganz kurz. Wir sind bei dem Herrn aus. Habt ihr schon was Neues? Natürlich, können Sie gleich. Bewusstlos. Bewusstlos? Ja, aber kreislaufmäßig ist er stabil. Hallo? Was ist das denn hier? Hallo, guck mal.
Da ist eine Wunde. Eine Wunde, okay. Du weißt wofür. Wir fahren in den BGU. BGU? Alles klar. Kleinen Moment. Nimmt ihr dann die Schwester auch mit? Okay. Ja, die kann ruhig mitfahren. Das hat er in der Hand. Okay. Hast du einen Beutel dabei? Ich hol kurz einen Beutel, ja. Du weißt wofür. Ja. Meine Sonnenbrille. Absolut nicht. Haben die zwei eine Brille oder so dabei? Nein, ich bin kein Brillenträger. Nee? Der Brillenbürger, den die Sanitäter dann auch in der Hand gefunden haben, könnte definitiv von Nutzen für uns sein. Könnte sich hierbei um des Täters Brille handeln. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir Fingerabdrücke drauf finden. Wissen Sie vielleicht was, wovon dieses Brillengestell herkommen könnte? Jetzt im Moment, ich weiß wohl. Nee? Im Moment weiß ich nicht. Okay. Jan, ich würde ganz gern die zwei erstmal kurz durchsuchen, ob die vielleicht eine Brille dabei haben. Nur ganz kurz grob. Die Beamten glauben, dass der abgebrochene Bügel zur Brille des Schuldigen gehört. Und die Beweismittel weisen auf einen weiblichen Täter hin. Ich weiß jetzt nicht, auch mit Lippenstift draufgeschmiert. Die müssen echt wirklich. Und jetzt hier. Mal gucken. Ich weiß nicht, sieht das mehr. Das ist eher so ein Frauending. Weißt du, was wir jetzt nicht machen? Wir rufen jetzt mal die Verlobte an. Machen wir gleich, dann warten. Die gehen jetzt ins BGU, haben sie gesagt. Die Schwester wollte mitfahren. Die Personalien von Ihnen haben wir auch. Genau. Ja, dann die Personalien haben wir ja von euch beiden. Genau. Ich würde sagen, wenn dann irgendwas wäre, würden wir sie vorladen als Zeugen. Okay. Aussage oder so. Ja. Zunächst einmal brauchen wir sie nicht. War jetzt ein Missverständnis? Ja? Okay. Genau. Sie müssen mich verstehen, ich musste dazwischen gehen, weil wir wissen ja nicht, was vorfällt. Es kann ja sein, dass Sie der Täter sind oder so. Okay, deswegen. Ich wünsche Ihnen trotzdem noch einen schönen Tag. Wir brauchen Sie hier jetzt erstmal nicht mehr. Für Ihre spontane Hilfe. Danke. Danke. Und ciao. So. Ihr seid an dem BGU, habt ihr gesagt? Ja, der RTW kommt jetzt, muss aus einem anderen Stadtteil kommen, weil wir alle voll sind. Okay. Aber der kommt jetzt in 2-3 Minuten. Braucht ihr noch was, irgendwas von uns? Wir brauchen gar nichts mehr. Die Schwester nehmt ihr dann mit? Ja, ich nehme okay, dann kommen Sie dann aber bitte noch mal zum Revier. Wir brauchen auf jeden Fall eine Zeugenaussage von Ihnen. Okay, wenn ich weiß, wie es ihm geht. Kommt ihr denn noch mal zum Krankenhaus? Ja. Oder wir werden, ich denke mal, dass wir der Kripo jetzt Bescheid geben werden, und dass sich die Leute darum kümmern. Und da wird definitiv ein Beamter von uns noch mal vorbeischauen. Ich schätze, er wird da bleiben. Er wird wahrscheinlich Gehirnerschüttung, sogar ein Schädelhirntrauma haben, müssen wir gucken, was die nachher sagen. Okay, alles klar. Vielen lieben Dank. Euch noch eine ruhige Geschichte. Ja, euch auch. Ne? Okay. Dann vielen Dank. Bis gleich. Tschüss. Ja, Sie können mit uns mitfahren dann gleich. Ne? Ja. Diesen Sachverhalt jetzt hier als Raubüberfall abzustempeln, tue ich mir schwer, da das Opfer hier definitiv noch sein Handy am Mann hatte, Portemonnaie, Geld war noch vorhanden. Und bei einem Raubüberfall verprügelt man das Opfer und entwendet ihm auch all seine Gegenstände. Dazu muss man halt noch sagen, dass wir auf der Brust eine Aufschrift gefunden haben, dass es definitiv ein privater Hintergrund ist. Doch was ist das Motiv? Eifersucht, Rache oder eine enttäuschte Liebe? Die Beamten erwägen, dass die Tat etwas mit der baldigen Hochzeit des Opfers zu tun haben könnte. Nun erwarten sie Tobias Katschkes Verlobte und erhoffen sich Antworten. Ich bin Verlobte von Tobias. Ich habe einen Anruf bekommen, dass irgendein Gewaltverbrechen begangen wurde. Der Kollege weiß Bescheid. Okay. Frank, die Verlobte ist da. Ah, hallo. Hallo. Ja, guten Tag, mein Name ist Steffens. Sie sind die Verlobte, ne? Genau, von Tobias. Ja, wir müssen mal miteinander reden. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen Zeit mitgebracht, dass wir noch mal so ein bisschen. Selbstverständlich, ich weiß ja gar nicht, was los ist. Ja, werden wir klären. Also, Ihr Verlobter ist im Moment im Krankenhaus. Dem geht soweit erstmal ganz gut. Keine Lebensgefahr mehr. Und den Rest müssen wir gleich klären. Aber was ist denn passiert? Ja, erkläre ich Ihnen. Kommen Sie mit nach oben. Oben ist dann noch ein Büro, da können wir uns in Ruhe unterhalten. Da Kriminaloberkommissar Frank Steffens hinter der Tat ein persönliches Motiv vermutet, ist er mit den Informationen, die er an die 28-jährige Zahnarzthelferin weitergibt, vorsichtig. Denn noch weiß er nicht, ob sie vielleicht auch zum Kreise der Verdächtigen zählt. Hallo. Sie sind die Frau? Sonja, ich bin die Freundin von Tobias. Die Frau Opperding? Genau, die Verlobte. Gut, Frau Opperding, Sie wissen ja, Ihr Verlobter ist niedergeschlagen worden. Okay. Kennen Sie da jemanden, der ihm irgendwie sehr übel... Nee, gar nicht, ich kann mir das gar nicht erklären. Ich habe einen Anruf bekommen und bin natürlich direkt losgeeilt. So, niemals irgendwas gewesen? Gar nichts. Er war beim Sport und wollte dann wiederkommen und dann kriege ich den Anruf. Ich kann mir das absolut nicht erklären. Er hat keine Feinde. Beim Sport? Wann wollte er denn zum Sport? Der ist, weiß ich nicht, der ist aus der Tür raus und hat gesagt, er ist in 2 Stunden wieder da. Mhm. Und ja, dann, wie gesagt, habe ich den Anruf bekommen und jetzt sitze ich hier. Sport? War das der... Wieso Sport? Wir hatten ja von der Schwester schon eine Aussage. Und innerhalb dieser wurde da erwähnt, dass der Geschädigte zu ihr wollte, was Dringendes besprechen wollte. Von Sport
war da nie die Rede. Und als dann die Verlobte von Sport sprach, das kam mir schon irgendwie komisch vor. Okay, wir haben am Tatort diesen Gegenstand gefunden hier. Wir haben das spurentechnisch untersuchen lassen. Nichts feststellen. Können Sie erkennen, was das ist für ein Gegenstand? Ein Kugelschreiber wie jeder andere. Mhm. Ein Kugelschreiber, okay. Das ist ein schöner Kugelschreiber, ich freue mich halt. Sonja Opperdink hat den Brillenbügel nicht erkannt. Vermutlich ist sie kurzsichtig. Aber warum streitet die junge Frau dann ab, Brillenträgerin zu sein? Entschuldigung, nein. Ja. Die Schwester vom Geschädigten ist da. Die würde ganz gerne eine Aussage treffen. Können wir mal kurz kommen? Okay. Komm, sei mal kurz rum. Komm ich mit. Ja. Mhm. Hallo, Steffens von der Kripo. Maja Katschke, ich bin die Schwester. Ja. Und zwar, ich wollte sagen, dass uns gerade im Krankenhaus ist mir aufgefallen, dass meinem Bruder auch die Uhr fehlt. Ja. Das ist eine etwas elegantere schwarze Herrenuhr mit einem schwarzen Lederband und so einem dunkleren Ziffernblatt. Ansonsten hat er aber alles dabei. Sein Handy ist in der Tasche, sein Portemonnaie hat er auch in der Tasche gehabt. Nur diese Uhr fehlt. Okay, mal noch eine andere Sache. Die Verlobte von Ihrem Bruder, ist die Brillenträgerin? Ich meine sie, ja. Sie hat auf Fotos auch schon öfters eine Brille aufgehabt. Also Fotos existieren auch wahrscheinlich auf ihrem Handy und so. Welche Farbe, so ad hoc, können Sie nicht sagen? Nee, leider nicht auswendig. Okay, dann kommen Sie mal mit rein ins Büro. Ja. Dann können wir die weiteren Sachen eben klären. Hallo, Ecki? Ja. Hier ist die Schwester vom Geschädigten. Sie kann auch noch ein paar Angaben machen. Und ich denke, wir werden mal eben noch was klären müssen. Zu Ihnen habe ich noch eine Frage. Bitte. Können Sie mir sagen, was das für ein Gegenstand ist? Ja, ein Handy. Das ist ein Handy? Also die Tastatur erkenne ich nicht wirklich. Das ist eine Tesa-Rolle. Also Sie sind doch Brillenträgerin, richtig? Nein. Schauen Sie mir mal tief in meine wunderschönen Augen. Was haben Sie denn auf der Nase? Das sind doch eindeutig Druckstellen von Nasenpads. Nicht. Was ist das? Schneiden Sie Zwiebeln und haben dann eine Brille auf? Oder was ist das? Von der Sonnenbrille wahrscheinlich. Erzähl mir ein Blödsinn, das passt doch gar nicht zusammen. Der Verdacht, dass die Verlobte doch Brillenträgerin ist, der hat sich also in jedem Fall bestätigt, als mein Kollege mit dem Trick sie aus der Reserve gelockt hat. Und des Weiteren hatte ich auf ihrer Nase ganz deutliche Abdruckspuren der Nasenpads sehen können. Also die Geschichte, die sie uns da auftischen wollte, die war dummes Zeug. Dürfen wir mal in Ihre Tasche gucken? Nein. Mit welchem Recht? Also nach den ganzen... Nach den ganzen Grundlagen, was wir jetzt bis jetzt in Tatsachen auch gefunden und gehört haben, werden Sie jetzt zu Beschuldigten. Sie sind Beschuldigte, Sie brauchen bei der Polizei keine Aussagen machen. Sie können einen Anwalt beschäftigen oder Sie können sich entscheiden, hier auszusagen. Und dann machen wir das per Protokoll. Wir werden jetzt Ihre Tasche durchsuchen. Ich sage dazu gar nichts mehr, ich möchte einen Anwalt haben. Ja, das können wir gleich anrufen, aber wir durchsuchen jetzt erst die Tasche. Für Kriminalhauptkommissar Greitner und seine Kollegen ist klar, dass die 28-jährige Blondine etwas verheimlicht. Und ihr Gespür ist richtig, denn in der Handtasche finden sich weitere Hinweise auf ihre Täterschaft. Das ist auf jeden Fall ihr Lippenstift. Den trage ich immer. Wisch bei mir. Ich bin jetzt nicht so geschickt. Den können aber auch tausende Frauen kaufen. Ja, das ist völlig richtig. Oh, der sieht aber übel aus. Da sind ja Haare drauf. Ja. Bitte? Da sind Haare dran. Und zwar lange Haare, die hat man nicht an den Lippen normal. Selten. Gut, dann stellen wir den schon mal fest. Ja. Was mich ja unheimlich interessiert ist, sind Sie auch so gespannt wie ich, was da drin ist? Das ist gar nicht meine. Ist nicht Ihre, ne? Ist das nicht ein Zufall? Schau mal. Tja, passt ziemlich gut zusammen. Als ich die Handtasche durchsucht habe, da ist mir unter anderem auch ein Lippenstift aufgefallen. Der war sehr zerdrückt, außergewöhnlich eigentlich. Und das war von der Farbe her auch der, den sie getragen hat. Und zusätzlich noch eine Brille, die exakt farblich und auch von den Abmessungen her zu dem gefundenen Brillenbügel passt. Also aus der Nummer kommt sie so schnell nicht raus. Ja, mein Gott, dann habe ich es halt getan. Aber der hat es auch auf jeden Fall verdient. Ey, der kann mich doch nicht einfach 2 Tage, bevor wir heiraten, sitzen lassen. Die Gelder sind geflossen, alles ist arrangiert. Ich glaube das doch gar nicht, aber deswegen... Ey, jetzt ganz ehrlich, versetz dich doch mal in meine Lage. Nee, das kann ich nicht nachvollziehen. Ja, aber Moment mal. Ich meine, so wie der aussieht, das haben Sie doch nicht alleine auf die Reihe gekriegt. Natürlich habe ich das alleine gemacht. Ach, das glaube ich Ihnen auf keinen Fall. Natürlich. Club Garage, haben Sie da irgendeine Beziehung zu? Doch, schon mal gehört, oder was? Nein, doch, mir sagt das was. Ja? Das habe ich schon mal gehört. Und zwar Ihr Ex-Freund,
Per, ich weiß nicht, wie er weiter heißt. Ja, ja. Der arbeitet da und ich weiß auch, dass er meinem Bruder mal massiv bedroht hat. Ach, guck an. Weil er auch mit ihr dann zusammen ist. Das ist ja interessant, das wird ja immer schöner. Ja, mein Kollege und ich, wir werden jetzt in diese Motorgarage-Lokalität fahren und dort diesen Peer, den ja die Schwester schon benannt hat, versuchen ausfindig zu machen und zum Sachverhalt zu befragen. Eventuell ergeben sich dann neue Hinweise. Ich würde sagen, Jan, du bleibst hier, stellst die Sachen sicher hier. Ja, und passt auf sie auf. Genau. Und wir machen eine Zeugenvernehmung mit ihr. Die Zeugenvernehmung kann ich dann mit ihr machen. Ja, das macht dann der Kollege. Mache ich dann mit ihr. Okay, dann gehen wir los. Sie sind jetzt in seiner Ruhe, ne? Kümmerst du dich drum, ja? Die Polizisten machen sich auf den Weg zu dem Ex-Freund von Sonja Opperdink. Sie glauben, dass der Mann ihr bei dem Überfall auf ihren Verlobten geholfen hat. Da sie damit rechnen, dass die Gäste der Biker-Kneipe, die Peer Kleinert gehört, ihnen aggressiv gegenübertreten könnten, fordern sie vorsorglich Verstärkung an. Egon von Egon 3912. Egon hört. Ja, wir haben Auftrag. Wir wollen zur Clubgarage nach Oberhausen. Wir bräuchten da mindestens mal einen Wagen zur Unterstützung. Egon, verstanden. Wir schicken euch eine Streife vorbei. Okay, wir treffen gleich ein. In 2 Minuten. Wir warten da. Also besser ist das in jedem Fall, denn du weißt ja nicht, was uns da erwartet. Dass die Verstärkung die richtige Maßnahme war, wird dem Polizeiteam sofort klar, als sie an der Kneipe ankommen. Denn die Bikergemeinde scheint recht groß zu sein und ist für 2 Polizisten alleine nicht überschaubar. Das sind aber eine Menge Leute da. Die sehen ja alle ganz friedlich aus. Ja, wir gehen am besten alleine rein, sprechen erstmal mit den Kollegen. Ja. Kollegen, wir gehen jetzt erstmal alleine rein. Okay. Ihr seid so nett, stellt euch hier so auf, dass ätzend keiner die Flitze machen kann. Und wenn ihr irgendwie seht, dass wir angegriffen werden, wenn es Randale gibt, dass ihr unaufgefordert nachkommt. Ja, ansonsten haltet euch hier bereit. Wir rufen ganz laut um Hilfe. Okay, alles klar? Alles klar, danke euch. Ja, also ich hatte nicht den Eindruck, dass man uns hier willkommen heißt. Konnte man ganz klar an den Äußerungen merken. Teilweise waren auch leichte Beleidigungen drin, ist aber in der Szenerie einfach durchaus normal. Muss man akzeptieren, lässt man an sich vorbeigehen. Und sage ich mal, körperliche Berührung auch, die muss man also erleben können, damit wir auch zum Ziel kommen und auch in die Garage rein konnten. Wir suchen einen Peer, der sich hier in Ihren Räumlichkeiten des Öfteren aufhält. Ist Ihnen der bekannt? Ist er zufällig unter Ihnen? Hier gibt's keinen Peer. Hier ist kein Peer. Also ganz glauben kann ich das. Was soll das denn hier? Verpisst euch. Wieso uns verpisst? Hey, bleib stehen. Hey, Peer. Peer, Polizei. Bleib stehen, Peer. Bleib stehen. Keine Bewegung. Kann das stehen. Locker sein. Runter. Bleib stehen. Ruhe, Leute. Ruhe, runter. Lass das Glas. Lass sie fallen. Er hat den Mist gebaut, nicht hier. Ey, was stimmt nicht mit euch? Scheiße, Mann! Was soll das? Ich bin kein Peer! Lass mich los! Ey, Peer, bleib locker. Was hast du denn da für eine Uhr? Was ist das für eine schöne Uhr, Peer? Reicht! Ist meine! Also halt ruhig bleiben. Ja, die Person konnte ja durch die Kollegen dann zu Boden gebracht werden. Mittels Hilfe körperlicher Gewalt. Ja, und dann habe ich eine Uhr bei ihm am Handgelenk festgestellt, auf die Beschreibung also absolut zutreffen könnte. Von dem Opfer, was derzeit noch im Krankenhaus liegt. Die kleine Pisser hat das verdient! Warum hat er was verdient? Waren Sie da alleine? Hat die Sonja schnitzen gelassen! Ach so, hat die Sonja Sie angeschifftet oder was? Kleiner Arsch! Wie sich herausstellte, wurde das Opfer gemeinsam von seiner Verlobten und dem Peer zusammengeschlagen und auch beraubt. Und das wahrscheinlich wegen einer angesagten Hochzeit. Haut ab hier! Sonja, ja, sag ich nicht! Für mich. Können Sie jetzt noch mal eben hier hinkommen, zu mir bitte? Ja, dann nehmt ihn hoch. Mittlerweile ist auch Maja Katschke, die Schwester von Opfer Tobias, an der Kneipe eingetroffen, weil sie die Aufregung nicht ausgehalten hat und mit eigenen Augen sehen wollte, dass die Beamten den Täter dingfest machen. Scheißbude! Die Uhr haben wir, ja? Okay. Hat die Sonja Ihnen die Uhr gegeben oder haben Sie sich selber genommen? Haben Sie ihm die geschenkt? Selber genommen. Okay. Diese Kratzer auch da. Und was ist mit euch? Wie weit bist du? Ja, wir werden gleich einen Termin noch absprechen für eine Nachvernehmung. Mhm. Das ist wichtig, weil sie sagt, das ist ein Erbstück, da sind Kratzer dran, sie kann es genau identifizieren. Ja. Dann haben wir es also, sag ich mal, rechtsverwertbar. Ja. Wir haben ja ein Raubdelikt. Ich habe ihn gefragt, ja, er hat sie sich genommen, sagt er. Ja, also. Dann haben wir einen Raub, das könnte für eine richterliche Vorführung dann reichen, für einen Haftbefehl. Müssen mal gucken. Wichtig ist, dass er erstmal zur Wache fährt und wir sie noch vernehmen. Sonja Opperdink war so gekränkt, weil sie von ihrem Verlobten verlassen wurde. Darum hat sie ihn mit Hilfe ihres Ex-Freundes niedergeschlagen. Beide erwartet eine Anzeige wegen schwerer Körperverletzung. Der Ex-Freund wird sich außerdem wegen dem Raub der Uhr verantworten müssen.